Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Der Schiedsrichter hat nicht verteidigt in der ersten Halbzeit. Und ich will auch nicht jammern. Ich will auch nie jammern über irgendwelche Schiedsrichterentscheide, weil das ist einfach so, wie es ist und ändern kannst du es nicht. Also, voilà. F für unsere Leute schreien, F für Fußball, C für den Club Rot-Weisses Blutmann, go! B für Winterthur, Fuß in die Luft, come on! FCW, die Stadt braucht den Club! Jo, jo. Winter gegen Thun. Eigentlich hätte es ein Fußballfest von 9000 Zuschauern geben. Es ist aber leider ein Krampf und ein Gewürr geworden. Angefangen hat es noch gut. Bereits nach 2 Minuten die erste Chance von Romain Buess. 5 Minuten später Foul an Alves und er zeigt einmal mehr, was für ein Techniker er ist. Ein klasse Freistoß. Und alle hatten das Gefühl, jetzt läuft es rund. Das Gegenteil war der Fall. Bald schon konnten die Thuner-Fans feiern. 17. Minute, ein schnörkelloser Angriff über links und der Hasler mit einem doppelten Volltreffer. Nicht nur der Ausgleich ist ihm gelungen, er hat auch noch GoPro von Schützi TV für diesen Abend ausgeschaltet. Kritisch beobachtet vom Andi Egli. Es ist noch schlimmer gekommen. Die Defensive von Vinti im Frühlingsschlaf und der Alexander Gernt mit dem 2:1. Und die Offensive von Vinti ist verkrampft und häufig unpräzise auftreten. Auch die Schiedsrichterin Esther Staubli aus Thun hat nicht den besten Tag verwischt. Von Minute zu Minute ist ihr das Spiel immer mehr entglitten. Sie hat es lange diskutiert und zu wenig klar kommuniziert und entschieden. Pausenstand 2:1 für Thun. Alles erwartet jetzt ja Winterthur, das Vorderste vorne. Jetzt, das ist doch eine Formsache, ein Thun-Schlag. Und dann spürt man so ein bisschen die Nervosität eindeutig. Ich meine, so ein Stadion, das kann auch Druck machen. Absolut, das bedeutet ja Erwartungshaltung, oder? Winterthur, 6. grösste Stadt in der Schweiz. Jetzt müssen sie doch endlich wieder rauf nach 37 Jahren. Und das manifestiert sich durch die Masse, die hier wieder in die Schütze pilgert ist. Und ja, ich bin gespannt, wie Winterthur in der zweiten Halbzeit mit dem wird umgehen. Es ist gerade mit Vollgas losgegangen. Ab der zweiten Halbzeit haben wir wieder da geglaubt. In der ersten Halbzeit haben wir es verspielt eigentlich. Die erste Halbzeit haben wir vorgehört. Trotz Überlegenheit und einigen vielversprechenden Angriffen, ganz zwingende Chancen, hat es aber wenig gegeben. Der Lattenschuss vom Seif war die klarste. Zum Sieg hat es aber müssen lange. In dieser Szene vergibt die Leckheit ganz knapp. Meistens aber hat sich irgendwo ein Thuner Bein im Weg gestellt. Die zweite Halbzeit haben wir eigentlich nur noch den Ball gehabt, das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt. Und ja, hätten eigentlich müssen noch gewinnen. Wäre auch verdient gewesen, denke ich, ein Sieg. Aber ja, jetzt schauen wir weiter und schauen, dass wir die letzten 3 Spiele noch gewinnen. Jedes Mittel war der Thuner recht, den Rhythmus vom FCW zu brechen. Die Berner Oberländer Laienbühne hat den sterbenden Schwan in diversen Variationen aufgeführt. Und mittendrin Frau Staubli, die die unsportliche Zeitschinderei toleriert hat. Allein diese Spielverzögerungen hätten deutlich mehr als 5 Minuten Nachspielzeit bedeutet. Esther Staubli hat komplett ihre Autorität verloren und alle haben ein bisschen gemacht, auf was sie gerade Lust hatten. Ich muss auch nicht über den Schiedsrichter reden, weil der Schiedsrichter mich nicht interessiert. Der Schiedsrichter hat nicht verteidigt in der ersten Halbzeit. Und ich will auch nicht jammern. Ich will auch nie jammern über irgendwelche Schiedsrichterentscheide, weil das ist einfach so, wie es ist und ändern kannst du es nicht. Also, voilà. Sie jammern genug Leute in der Challenge League über den Schiedsrichter.
dann muss der FC Winterthur nicht auch noch anfangen. In dieser zu kurzen Nachspielzeit hat den Winti endlich den Ausgleich geschafft. Richtig gehend reingewirkt hat er eine Mies in den Böllen. Leider ist der Ausgleich zu spät gekommen. Und so ist es beim Unentschieden geblieben. Es ist nicht am Kampf gelegen, aber an der Pomade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war dann der Trainer zufrieden gewesen. Viel Druck erzeugt, aber manchmal zu wenig konkret. Ein bisschen Pech mit dem Lattenschuss. Vielleicht kommt es 2-2 ein bisschen zu spät. Lieber ein Punkt als keiner. Sehr enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir einen Punkt Vorsprung hatten. Jetzt haben wir, ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben, aber beide gewonnen. Jetzt haben wir einen weniger. Das ist natürlich sehr bitter. Wir wollen unseren Vorsprung ausbauen. Die Hai vor allem, da kannst du nicht verlieren. Zwei dumme Gegengol bekommen. Unnötig gewesen. Ebenfalls unnötig war die Rudelbildung in den letzten Sekunden. Unschön. Das ist, was heisst unschön? Es ist nicht nötig. Manchmal ist es ein bisschen in den Emotionen, die nicht angebracht sind. Gehört nicht dazu. Passiert manchmal. Ich schaue schon, dass es nicht mehr passiert. Mittendrin Tessa Staubli. Allerdings mit zu einem Auge. Ich mag kein Schiri-Bashing machen, aber ich habe einfach auch den Eindruck gehabt, sie hat das Spiel nie richtig im Griff gehabt. Ich sage mal nichts dazu. Aber du kannst vielleicht etwas dazu sagen. Du warst dort auch beteiligt auf der rechten Seite. Was ist dort alles passiert? Ja, zuerst hat es halt irgendein Foul gegeben, nachher eine ganz normale Rudelbildung. Du kannst von mir aus ja beiden Geld geben, aber nachher hat es noch einen klaren Schlag mit dem Fuß ins Gesicht gegeben vom 24er an Samir. Und dass das beide Schiris da draussen gesehen haben, ist für mich fragwürdig. Jetzt Wiel am Montag. Ich glaube, Wiel hat einen Saisonrekord, weil so viele von Winti kommen trotzdem. Ja, die Fans brauchen wir auf jeden Fall, auch in Wiel. Wir können es überall gebrauchen. Das treibt natürlich uns dann wieder nach vorne und dann wird es für uns einfacher, um die nächsten 3 Punkte zu holen. Dann. Wir haben nicht lange Zeit zum Trauern. Am Montag geht es weiter und dementsprechend müssen wir reagieren, ganz einfach.